Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen Frosch und zwar einen ganz, ganz einfachen, also für Anfänger. Ihr findet aber auch eine andere Froschanleitung in meinem Kanal und zwar ein Froschkönig. Der geht ein bisschen was schwieriger, aber ich wollte mir was überlegen für welche, die gerade vielleicht mit dem Häkeln angefangen haben und die sind wirklich ganz, ganz schnell gemacht. Ich habe davon schon einige gemacht in auch anderen Grüntönen und ich finde, die sehen ganz toll aus, total süß. Jetzt zeige ich euch eben noch, was ich dafür gebraucht habe, ja, welche Wolle ich benutze, welche Häkelnadelstärke. Erzähle euch auch noch so ein bisschen, wie ihr diese noch größer machen könnt, trotz derselben Häkelanleitung. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Dann zeige ich euch einmal die Wolle, die ich benutze. Einmal dieses Grün, das ist hundertprozentige Baumwolle. Und ich benutze auch noch Weiß. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe nehmen, die ihr so habt. Und ich habe noch solche Steckaugen. Diese könnt ihr aber auch nähen. Ne, mit Schwarz. Diese schauen dann so aus. Das ist Füllmaterial. Braucht ihr übrigens auch ein bisschen Füllmaterial. Und falls ihr nicht solche Augen habt, könnt ihr es aber auch einfach mit ein bisschen Schwarz machen. Wir fangen direkt an. Und zwar beginnen wir mit Grün. Zur Häkelnadelstärke habe ich noch nichts gesagt. Ich benutze hier eine 2 mm Häkelnadelstärke, das heißt die passende zu meinem Garn. Ihr könnt natürlich die Wolle nehmen, die ihr zu Hause habt. Wichtig dabei ist jedoch, dass ihr die passende Häkelnadelstärke habt, die eure Wolle angibt. Dann noch ein Tipp, falls mein Frosch euch ein bisschen zu klein ist und ihr den gerne ein bisschen größer haben wollt, dann empfehle ich euch, nehmt doch einfach eine größere Wolle bzw. dickere Wolle. Dementsprechend eine größere, passende Häkelnadelstärke und dann ist eure Arbeit am Ende automatisch größer. Wir beginnen mit einem magischen Ring. Den könnt ihr so machen, wie ihr den gelernt habt. Den zeige ich euch aber auch gerne hier nochmal. Ich nehme den Faden, wickel den zweimal um den Finger, entnehme das Ganze und kann dann hier in meinem Kreis arbeiten. Ich zeige es auch gerne nochmal. Also zweimal um den Finger. Gehe hier mit meiner Häkelnadel rein, entnehme das Ganze und kann jetzt darin arbeiten. Und zwar häkeln wir 6 Maschen. Das war Nummer 1. Dann kommt hier die 2. Die 3, vier, fünf und 6. Wir brauchen insgesamt 6. Wir schließen diesen Ring, brauchen die Runde aber nicht schließen. Wir können hier ruhig in Spirale arbeiten. Das heißt, wir gehen hier direkt in die nächste. Das war Runde Nummer 1. Wir haben 6 Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 2. In der zweiten Runde werden wir jede Masche verdoppeln. Das heißt, in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Und am Ende müssten wir insgesamt 12 Maschen haben. Also in die erste Masche machen wir Nummer 1 und die 2 hinein. Dann kommt hier die zweite Masche, da machen wir Nummer 3 und die Nummer 4 hinein. Dann kommt Masche Nummer 3, da machen wir Masche Nummer 5 und die 6. Masche Nummer 4, da machen wir Nummer 7 und die 8. Die vorletzte Masche, somit Nummer 5, da machen wir die 9 und die 10 und die letzte Masche, das ist die 6. Masche, da machen wir Nummer 11 und 12. Somit haben wir jetzt 12 Maschen. Am besten zählt ihr nochmal. Ich ziehe hier den Faden durch. Nochmal fester meine ich. Dann habt ihr diesen Ring geschlossen. Dann arbeiten wir am besten mit Markierung. Da nehme ich mir jetzt hier ein Stück Faden in einer anderen Farbe, da braucht ihr jetzt nicht irgendwie extra was kaufen.
Und gehen hier in die erste Masche. Wir haben aktuell 12 feste Maschen und wollen jetzt in der dritten Runde jede zweite Masche verdoppeln. Das heißt, es findet 6 Verdopplungen statt. 12 plus 6 macht 18. Wir müssen gleich am Ende insgesamt 18 Maschen haben. In die erste Masche, wir machen eine feste. Wir gehen nun in die zweite Masche, da machen wir 2 hinein, denn diese wird verdoppelt. Also jede zweite Masche wird verdoppelt. Das einmal komplett bis zur Markierung. Das mache ich aber auch gerne mit euch zusammen. Also gehen hier in die erste, eine feste. Gehen in die zweite, hier machen wir 2. Nummer 1 und Nummer 2. Wir gehen in die nächste, da machen wir wieder nur eine. Die nächste, die wird wieder verdoppelt, also immer im Wechsel. Da machen wir 2 hinein. In die nächste, da machen wir nur eine. Und danach machen wir wieder 2. So, dann wieder nur eine. Und dann wieder 2. In die vorletzte, da machen wir wieder nur eine. Und jetzt kommt die letzte. Da machen wir wieder 2 hinein. Nummer 1 und Nummer 2. Das war nun die dritte Runde. So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, es ist wird ein kleiner Frosch. In der nächsten Runde. Jetzt kommt Runde Nummer 4, 5 und 6. 3 Runden lang machen wir nur feste Maschen. Das heißt, wir haben aktuell 18 Maschen und diese werden wir auch beibehalten. Es kommen keine dazu und es gehen auch keine weg. Also in jeder Masche eine feste Masche, 3 Runden lang. Am besten den Faden wieder hier reinsetzen. Und das mache ich jetzt auch alleine, sonst wird das Video zu lang und sehr wahrscheinlich auch zu langweilig. Und dann erzähle ich euch, wie es in der 7. Runde weitergeht. Also in jede Masche eine Masche und wir sehen uns gleich, sobald wir die 3 Runden gehäkelt haben. Nach den 3 Runden schaut das Ganze nun so aus. Faden holen wir wieder hoch. Es geht weiter mit Runde Nummer 7. Und zwar häkeln wir Abnahmen. Wir haben aktuell 18 Maschen und jede zweite Masche ist eine Abnahme. Somit müssen wir gleich, wenn wir hier an unsere Markierung angelangt sind, nur noch 12 Maschen haben. Also gehen in die erste, machen eine feste Masche. Wir gehen in die zweite, holen den Faden, gehen in die nächste, holen den Faden und machen hier eine Abnahme. Und das machen wir komplett bis zur Markierung. In die erste eine feste Masche und die zweite. Und danach ist eine Abnahme. Wieder eine feste Masche. Und die danach ist eine Abnahme. Eine feste Masche und eine Abnahme. Eine feste Masche und eine Abnahme. Eine feste Masche und auch hier wieder eine Abnahme und dann sind wir an unserer Markierung angelangt. Nun dürften wir jetzt 12 Maschen haben. Jetzt kann man das Ganze auch schon befüllen mit Füllmaterial. Ich bestelle meins immer bei Amazon, ganz bequem und ja, einfach und schnell vor allem. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, nun geht's weiter. Wir haben 12 Maschen und in der nächsten Runde
ist jede Masche eine Abnahme. Das heißt, wir dürften dann gleich nach unserer achten Runde nur noch 6 Maschen haben. Also wir gehen hier in die erste rein, holen den Faden, in die zweite, holen den Faden und machen hier eine Abnahme. Das war Abnahme Nummer 1. Da folgen jetzt noch 5 weitere Abnahmen. Insgesamt sind es dann 6. Somit haben wir am Ende nur noch 6 Maschen. Und ich melde mich dann gleich und erzähle euch dann, wie ich das Ganze zusammennähe. Haben wir 6 Maschen, ziehe den Faden einmal hier durch, lasse ein bisschen was dran, um das Ganze zu vernähen, schneide das hier oben ab. Nun brauchen wir eine Wollnähnadel. Und dann nähen wir das Ganze zu. Und zwar immer nur diese innere Masche, die und die. Und zwar gehen wir hier einmal hinein. In die nächste Masche wieder raus. Sieht man das? Die nächste wieder rein. Das war jetzt die dritte. Vierte wieder raus. Fünfte wieder hinein. Sechste raus. Und das ziehen wir jetzt zusammen und dann kommt das einmal hier nochmal rausgezogen auf der anderen Seite. Also wir schließen. Ihr seht, es geht zu. Gehen durch dieses Lochlein. Kommen auf der anderen Seite irgendwo wieder raus und dann ziehen wir noch mal ganz feste. So, schneiden das Stück hier oben ab. Es ist gerade auf Spannung, dann lasse ich los und es verschwindet nach innen. Und nun haben wir hier unsere Kugel. Jetzt bekommt das Ganze noch die Augen. Dafür nehmen wir auch wieder dieses selbe Grün. Wir brauchen, also machen einen magischen Ring. Das geht jetzt wirklich ganz einfach und schnell. Darin häkeln wir die 6 Maschen, so wie wir das am Anfang gemacht haben. Nummer 1, jetzt kommt Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Nummer 5 und die 6. Wir schließen diesen Ring. Gehen hier mit den Faden noch einmal durch. So, lassen hier was dran. Können das Ganze abschneiden. Das Ganze schaut so aus. Wir machen hier richtig eng, also die Runde komplett schließen. Mache hier so einen Knoten rein und dann kann man das Ganze einfach gleich hier so dran nähen. So. Da kommt dann das Auge hinein. Man sieht, das hintere Teil ist natürlich zu lang. Das muss man abschneiden. Das Ganze kann man auch festkleben, wenn es denn nicht unbedingt für Kinder ist. Also wenn Kinder damit spielen sollen, dann bloß nicht solche Steckaugen benutzen, wie ich das gerade mache. Dann lieber einfach mit ein bisschen schwarzer Wolle das Ganze nähen. Also so schaut das aus. Dann haben wir ein Auge fertig, das kommt hier so oben drauf, das andere hier in etwa. Das heißt, das Ganze machen wir noch ein zweites Mal. Und hier vorne so ein bisschen weiß, genau. Dafür nehmen wir jetzt diese weiße Wolle, Garn. Und ein Mund kommt auch noch dran. Zeige euch aber noch, wie das geht. Also wir fangen hier auch wieder an mit einem magischen Ring. Und zwar häkeln wir auch hier
6 Maschen. Das war Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4, 5 und 6. Wir schließen diesen Ring, aber nicht die Runde, denn wir häkeln in Spirale. In der zweiten Runde verdoppeln wir jede Masche. Also genauso wie hier am Anfang von dieser Kugel. Deswegen mache ich das Ganze jetzt ein bisschen schneller. In jeder Masche 2 feste Maschen. Das war Nummer 1 und Nummer 2. In die zweite Masche Nummer 3 und Nummer 4. In die dritte Masche kommt Nummer 5 und die 6. In die vierte Masche die Nummer 7 und die Nummer 8. In die vorletzte, fünfte Masche kommt Nummer 9 und Nummer 10. Und in die sechste Masche, das ist jetzt auch die letzte, da machen wir Nummer 11 und die 12. Das Ganze schließen wir. Jetzt muss ich eben prüfen, ob das Ganze reicht oder ob ich noch eine Runde mache. Das Ganze kommt hier so hin. Hier das Auge, hier kommt noch der Mund. Ich glaube, eine Runde mache ich tatsächlich noch. Wir machen noch eine Runde. Wir haben 12. Das heißt, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Am besten wieder eine Markierung nehmen. Jede zweite Masche wird verdoppelt. Das ist die dritte Runde und somit dürften wir dann gleich 18 Maschen haben. In die erste, da machen wir eine feste. In die zweite, da machen wir 2 hinein. Das war Nummer 1 und Nummer 2. Dann machen wir in die nächste wieder nur eine. Die danach, die wird wieder verdoppelt. Ihr merkt schon, also wieder im Wechsel. Wieder 2. Dann wieder nur eine in die nächste. Da kommen wieder 2 hinein. Nummer 1 und Nummer 2. Dann wieder nur eine. Dann wieder 2. So, dann wieder nur eine. Und wieder 2. Dann wieder nur eine, das ist jetzt die vorletzte. Und in die letzte, da machen wir 2 hinein. Dann machen wir noch eine Kettmasche, das heißt, ziehen den Faden einmal komplett durch. Ziehen den Faden noch einmal hier lang, lassen da ein bisschen was dran zum Vernähen, schneiden das Ganze ab. Und jetzt geht es eigentlich auch nur noch ans Vernähen. Das hintere Stück können wir kurz schneiden. Das verschwindet dann gleich nach hinten. Das Ganze vernehmen wir einmal hier so dran, indem ihr das einfach hier so drumherum dran macht. Man kann das Ganze auch kleben und dann kommen die Augen hier so dran. Das andere hier. Und hier oben will ich noch so einen kleinen Mund machen. Das mache ich mit schwarzer Wolle. Und zeige euch aber gerne noch, wie ich das mache. Das ist eigentlich recht schnell gemacht. Dafür nehme ich so ein Stück schwarzer Wolle. Also ich mache da sozusagen so ein kleines V hin. So, dann gehe ich hier so entlang. Komme hier in etwa raus. Das ist jetzt in der zweiten Reihe. So. Hier dann hier unten rein, hier oben parallel zu der hier wieder raus, so in etwa, und geht da aber dann wieder durch, kommt dann irgendwo hier hinten wieder raus. Dann habe ich hier so ein V drin, das ist dann Mund. Hier schön stramm ziehen, abschneiden, bisschen modellieren, dann verschwindet das Ganze hier hinten auch und da ist dieses V. Jetzt wird das Ganze noch hier dran genäht, hier so in etwa.
direkt unterm Mund. Und von den Augen brauche ich natürlich auch zwei. Hier kommt dieser dran, auf der anderen Seite noch ein. Und dann war es das auch schon. Könnt ihr einfach die zwei Fäden hier durchziehen. So wie eben das mit dem Schwarz und dann hier zum Beispiel durchziehen. Und dann könnte man diese zusammenknoten, dann abschneiden. Ihr könnt die aber auch dran kleben. Macht es, wie es euch gefällt. Ein zweites braucht ihr noch und ich melde mich gleich mit dem Endergebnis. Ihr Lieben, und so schaut das Ergebnis aus. Also wirklich ganz, ganz einfach und schnell gemacht. Ich kenne keinen einfachen Frosch wie dieser, der wirklich ganz simpel gemacht ist. Wirklich für Anfänger und wie ihr gesehen habt, auch recht schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Tschüss!